Hallo ihr Lieben, ich bin's, die Feli von Happy Hippocampus. Herzlich willkommen in diesem Weihnachts-Special-Video mit einem Q&A. Und zwar beantworte ich heute deine bzw. eure Fragen, die ihr mir geschickt habt. Ich habe mir die hier alle mal aufgeschrieben, ich werde einfach mal wieder hinschauen. Es wird um viele verschiedene Sachen gehen, um die größten Fehler beim Lernen im Medizinstudium, um Lerntipps. Ich werde dir eine konkrete Lerntechnik auch an die Hand geben, wie du zum Beispiel Knochen in Anatomie auswendig lernen kannst, zum Beispiel die Wirbel. Ich werde dir Tipps geben, wie du neben dem Lernen und neben dem Studium Stress reduzieren und abbauen kannst. Und dann wird es auch noch um den MedAT gehen. So, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Die erste Frage ist, ich habe Angst, dass das Medizinstudium nichts für mich ist, wenn ich es schon studiere. Und ja, ich kann es verstehen. Man weiß ja vorher nicht, wie es ist, Medizin zu studieren. Und man weiß schon gar nicht, wie es dann ist, später Arzt zu sein. Und ja, mein Tipp wäre, wenn du dann Medizin studieren solltest und merkst, es ist nichts für dich, dann hör auf. Dann finde heraus, was wirklich das Richtige für dich ist und mach das stattdessen. Und ich würde dir auf jeden Fall raten, hör auf dich, hör auf dein Herz. Studiere nicht Medizin, nur weil es andere vielleicht von dir erwarten, vielleicht weil deine Familie dann stolz auf dich wäre oder weil du dann irgendwie Anerkennung bekommst oder glaubst, Anerkennung zu bekommen. Aus diesen Gründen würde ich nicht Medizin studieren. Wenn du merkst, es ist nichts für dich, es ist irgendwie, das Studium ist nichts für dich oder du willst dann später nicht Arzt werden oder du willst das Studium nicht abschließen, dann würde ich dir raten, hör auf, such dir was anderes. Und wenn du jetzt vielleicht einfach Angst hast, dass es nichts für dich sein könnte, weil du mit der Stoffmenge nicht klarkommst, also mit der Menge an Inhalten, die man lernen muss, dann kann ich dir wiederum sagen, da gibt es Techniken und da sind wir auch die Spezialisten und da nehmen wir dich an die Hand. Und wenn du da Bedenken hast, dann abonniere auf jeden Fall jetzt schon mal unseren YouTube-Kanal, schau dich da um, schau dir die Videos an zu Gedächtnispalästen, zur Loki-Methode, zu Gedächtnistechniken für Medizinstudenten. Und das ist nämlich was, da kann man was machen, man kann effektiver lernen mit der richtigen Technik und ja, da nehmen wir dich auch an die Hand. Die nächste Frage ist eine sehr gute Frage, nämlich, was sind die größten Fehler beim Lernen? Worauf sollte man achten? Und da habe ich mir mal vier große Fehler überlegt. Der erste große Fehler, den du machen kannst beim Lernen, ist nur stupide, in Anführungsstrichen, auswendig zu lernen. Was würde ich dir stattdessen empfehlen? Natürlich das Lernen mit Gedächtnistechniken. Und zwar mit den Gedächtnistechniken, die auch die Gedächtnisweltmeister, die Gedächtnisweltrekordhalter, sämtliche Gedächtnissportler anwenden und die einfach das Lernen so viel effektiver und leichter machen. Und wenn du davon noch nichts gehört hast, dann schau auf jeden Fall unseren Kanal durch. Wir haben ganz viele Videos zu Gedächtnistechniken, zu Gedächtnispalästen. Wir haben ganze Playlists. Abonnier unseren Kanal und schau dir an, wie du effektiver lernen kannst im Medizinstudium. Und die eine Methode, die ich dir auf jeden Fall ans Herz lege, das ist die Loki-Methode bzw. die Methode von den Gedächtnispalästen. Probier die auf jeden Fall mal aus. Nächstes Jahr wird es da auch was richtig Cooles Neues geben, nämlich einen neuen Kurs. Und ja, wenn du das nicht verpassen möchtest, dann schau mal auf unsere Homepage www.happyhippocampus.com. Da kannst du dich zum Newsletter eintragen und ja, abonniere uns auf Instagram, auf Facebook und da bekommst du dann auf jeden Fall mit und verpasst nicht, wenn es den neuen Kurs endlich gibt. Der zweite große Fehler, den du beim Lernen machen kannst, ist, alles zusammenzufassen. Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe diese Ordner schon mal gezeigt, also es ist nur einer. Ich habe ein paar davon. Das ist jetzt mein Biochemie-Ordner und ich habe alles zusammengefasst, handschriftlich und dann irgendwie noch Sachen reingeklebt und ja, mir dann einen riesen Aufwand gemacht. Und es war natürlich schon wertvoll, um dann die Sachen kurz vor der Prüfung auch nochmal zu wiederholen. Aber es war auch ein riesen Aufwand und ich bin nicht mal ein Typ, der gut lernt durchs Schreiben und Zusammenfassen. Nachdem ich die Sachen zusammengefasst hatte, musste ich erst nochmal anfangen, sie überhaupt zu lernen. Und es gibt ja so viele Angebote, wo die Sachen schon gut zusammengefasst sind. Und was ich dir empfehle ist,
dass du dir die Zeit sparst zum Zusammenfassen, sondern dich für ein so ein Angebot entscheidest und dann lieber die Zeit nimmst, um aus dem Lernstoff Gedächtnispaläste zu bauen. Denn das ist viel effektiver aus meiner Sicht, als einfach nur die Sachen aufzuschreiben. Was du aber machen kannst, was ich auch gemacht habe und was ich hilfreich fand, ist, die Sachen dir zusammen zu kopieren, zum Beispiel in einem Word-Dokument. Ja, du kannst Word-Dokumente anlegen für die verschiedenen Fächer und dir dann irgendwelche wichtigen Sachen zum Beispiel reinkopieren. Das geht ja schnell. Also viel schneller, als das Ganze selber zusammenzuschreiben. Der dritte große Fehler, den du beim Lernen machen kannst, ist, dich in Details zu verlieren. Und ich glaube ja, unter Medizinstudenten gibt es viele, viele Perfektionisten. Ich war auch so eine. Und da passiert es häufiger, dass man sich so in Details verliert und dann denkt, oh, das muss ich jetzt auch noch genau wissen. Und wow, was war das für ein Rezeptor? Und was war das für ein Enzym? Und welchen Kofaktor braucht es hier nochmal? Und irgendwann ist man in irgendwelchen Details und bemerkt es überhaupt nicht. Und da geht unheimlich viel Zeit drauf, die du eigentlich verwenden könntest, um die wirklich wichtigen Dinge zu lernen. Und deshalb empfehle ich dir, fokussiere dich. Zoom dich regelmäßig mal raus aus deinem ganzen Lernstoff sozusagen. Stell dir vor, du würdest einmal so zurücktreten und gucken, okay, was stehen jetzt gerade für Klausuren an? Zum Beispiel Biochemie und Physiologie. Was sind die großen Themen? Okay, und was mache ich hier eigentlich gerade? Bin ich gerade mitten im Detail oder lerne ich die wirklich wichtigen Sachen? Und der vierte große Fehler beim Lernen ist, dass du einfach stupide drauf loslernst, ohne dein Ziel zu kennen. Und das passiert, glaube ich, ganz, ganz oft. Ich habe das auch oft gemacht und ich würde es jetzt anders machen, wenn ich nochmal Medizin studieren würde. Was meine ich damit? Ich empfehle dir vor, am besten vor jeder Klausur und vor allem auch vorm Physikum zu überlegen, was ist denn mein Ziel für diese Prüfung? Ist es einfach nur zu bestehen? Oder möchte ich volle Punktzahl? Oder jetzt zum Beispiel im Physikum, welche Note möchte ich erreichen? Reicht mir eine 3? Oder möchte ich eine 2 oder gar eine 1? Und wenn du herausgefunden hast, was dein Ziel ist, wichtig, was dein Ziel ist, nicht was andere machen, sondern was du erreichen möchtest und was für dich zufriedenstellend wäre und was sich für dich gut anfühlen würde, dann kannst du hergehen und gucken, okay, um zu diesem Ziel zu kommen, was muss ich tun, um dahin zu kommen? Muss ich da jeden Tag 10 Stunden lernen oder tun es vielleicht auch 4 Stunden? Also richte dein Lernpensum am besten nach deinem Ziel aus, anstatt einfach loszurennen wie ein blindes Huhn und dich vielleicht total zu verausgaben und fertig zu machen, ohne zu wissen, warum eigentlich genau. Vielleicht nur, weil es alle so machen oder keine Ahnung. Und das bringt mich jetzt auch ein bisschen zur nächsten Frage, die wir bekommen haben, nämlich, welche Tipps fürs Physikum habt ihr? Und da empfehle ich dir auf jeden Fall, schau mal ein Video, in dem ich dir meine besten Tipps für die perfekte Physikumsvorbereitung gebe. Ich versuche das mal hier irgendwo zu verlinken. Wenn nicht, findest du es unten in der Beschreibung oder in den Kommentaren. Schau da auf jeden Fall rein. Da gebe ich dir wirklich so einen Fahrplan, wie ich vorgegangen bin und wie ich dir empfehlen würde, vorzugehen. Und ein paar Tipps möchte ich dir aber auch jetzt an die Hand geben. Und der eine Tipp ist eben auch wieder, überleg dir vorher, was für eine Note möchtest du jetzt zum Beispiel im Schriftlichen? Bist du da zufrieden mit einer 2? Und wenn ja, dann würden ja da rein theoretisch 80% reichen. Und was ganz viele machen, glaube ich, ist, dass sie lernen, lernen, lernen und die Sachen dann auch richtig gut drauf haben. Und dann haben sie vielleicht im schriftlichen Physikum 88%. Und um 88% zu erreichen, musst du so viel mehr wissen, als um 80% zu erreichen. Das heißt, wenn dein Ziel die Note 2 ist, dann kannst du dich entweder mega reinstressen und vielleicht eine gute 2 schaffen, oder du kannst es entspannter angehen und auch eine 2 schaffen. Und im Endeffekt später wird es keinen interessieren, was du im Physikum hattest. Wenn du jetzt aber sagst, boah, ja, eine 2 wäre vielleicht gut oder was weiß ich, eine 3 oder was auch immer dein Ziel ist,
Aber ich möchte halt den Lernstoff einfach gut drauf haben. Darum geht es mir. Es geht mir gar nicht so sehr um die Note. Dann ist es nochmal was anderes. Also schau da einfach, was dein persönliches Ziel fürs Physikum ist und dann richte danach deinen Lernplan oder dein Lernen aus. Ein Tipp, den ich dir auch noch geben kann, was für mich gut funktioniert hat, ist so 3 bis 4 Monate vor der ersten Physikumsprüfung anzufangen. Also wenn die erste Physikumsprüfung das Schriftliche bei dir ist, dann fängst du halt da so 3, 4 Monate vorher an. Und was ich auch noch sehr wichtig finde bei der Physikumsvorbereitung ist, dir ausreichend Pausen und Zeit für dich zu gönnen. Das ist manchmal leichter gesagt als getan, wenn man da so drin ist in diesem, ja, Hamsterrad, in diesem Lernhamsterrad sozusagen. Und ich glaube aber, es ist sehr, sehr wichtig, weil gerade diese Zeit vor dem Physikum, die ist echt herausfordernd für viele. Die kann dich auch mal an die Grenzen bringen. Und ich finde es sehr wichtig, dass du da schaust, dass du dir regelmäßig Freizeit nimmst und Sachen machst, die dir auch wirklich gut tun, wo du deine Batterien zwischendurch immer wieder aufladen kannst. Weil das Ganze ist ja wie ein Marathon und du brauchst deine Energie ja bis zum Ende und willst danach ja auch nicht kaputt sein. Die nächste Frage, die wir bekommen haben, war: Muss sich jeder Medizinstudent Blut von anderen Studenten abnehmen lassen im Medizinstudium? Und da ist die Antwort nein. Also zumindest bei mir in Würzburg, wo ich studiert habe, war das nicht so. Ich glaube, an anderen Unis ist das auch nicht so. Wir haben im 5. Semester den Untersuchungskurs gehabt und da haben wir an so Plastikärmen geübt und haben da das Blutabnehmen geübt und ja, im Prinzip später dann an den Patienten in den einzelnen Formulaturen. Und du kannst mal gucken an deiner Uni, ob es da so freiwillige Kurse gibt. Bei uns gab es da so einen freiwilligen Venenpunktionskurs, den habe ich auch gemacht. Und in diesem Kurs war es schon so, dass wir uns da gegenseitig einen Zugang gelegt haben. Aber wenn du das nicht möchtest, dann musst du ja da auch nicht hingehen. Die nächste Frage, die wir bekommen haben, war: Wie lernt man Knochenteile am besten? Gerade die Wirbel und dazugehörigen Nerven sind hart. Und ich habe auch schon mal ein Video gemacht, in dem ich dir erkläre, wie du im Medizinstudium mega schnell auswendig lernst. Schau dir das auf jeden Fall mal an. Ich packe dir das auch mal in die Beschreibung. Aber ich erkläre es hier auch noch einmal kurz, wie du da rangehen kannst bei so Knochenteilen. Jetzt am Beispiel von den Wirbeln. Ich habe hier mal ein paar Wirbel. Und die Methode, die ich dir da empfehle, das ist die Schlüsselwortmethode. Wie funktioniert die Schlüsselwortmethode? Du nimmst die Fachbegriffe, also jetzt zum Beispiel hier den Prozessus spinosus. Ich hoffe, du kannst es sehen. Also an den Wirbel hinten dran der Fortsatz Prozessus spinosus. Und diesen Fachbegriff, den wandeln wir jetzt in ein Bild um, in einem ersten Schritt. Und da schaust du einfach: An was erinnert dich Spinosus? Ich habe da jetzt sofort an eine Spinne gedacht. Und diese Spinne, das ist jetzt unser Schlüsselwort. Und dieses Schlüsselwort, die Spinne, die müssen wir jetzt irgendwie mit der Bedeutung, nämlich mit dem Prozessus Spinosus hier verknüpfen. Und das kannst du zum Beispiel so machen, indem du die Spinne jetzt mit dem Wirbel verknüpfst. Wir nehmen jetzt mal hier so einen Wirbel von der seitlichen Ansicht, da sieht man es besser. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie hier hinten an dem Prozessus spinosus ganz viele Spinnen drauf rumkrabbeln und vielleicht ein ganzes Netz rumspinnen und dann hier hinten seilt sich eine ab, ganz lang, eine dicke, fette Spinne. Und dann kannst du vielleicht noch die Wirbelsäule auch als Ganzes angucken und dir vorstellen, wie hier hinten alles schwarz ist, weil da lauter Spinnen herumkrabbeln. Und um dann auch noch ein bisschen Emotionen mit reinzubringen, kannst du dir vorstellen, wie eklig das ist. Vielleicht hast du sogar Angst vor Spinnen. Und in diesem Fall wäre das sogar nützlich, weil wir bei den Gedächtnistechniken und Lerntechniken immer gerne Emotionen und Sinne mit einbeziehen. Und genauso kannst du das jetzt mit den anderen Teilen des Wirbels machen. Zum Beispiel Prozessus transversus, der wird dann zur Transe. Also da kannst du dann einen Transvestiten vorstellen und wie der vielleicht hier den Prozessus transversus wie so ein Reck benutzt und sich da dran rumschwingt und vielleicht solche Saltos außenrum macht. Und es sind vielleicht sogar zwei Transen auf beiden Seiten. Es gibt ja auf beiden Seiten den Prozessus transversus und zum Beispiel für den Pediculus arcus vertebrae, also hier sieht man ihn, diesen Teil hier,
Pedicolus, Arcus vertebrae. Da musst du dir jetzt überlegen, okay, Arcus vertebrae, ist es für mich logisch? Kann ich Latein? Verstehe ich das? Muss ich das in ein Bild übersetzen oder reicht das für mich aus, mir den Pediculus zu merken? Und dann übersetzt du auch wieder den Pediculus in ein Bild. Mich erinnert Pediculus so an Pediküre. Und dann kannst du dir vorstellen, wie hier dieser Teil des Wirbels vielleicht so ein, wie so ein Schaumstoffteil. Kennst du das bei der Pediküre? Da gibt es doch diese Schaumstoffteile, wo man dann die Zehen so reinklemmt, damit man die dann gut lackieren kann. Und dann kannst du dir vorstellen, wie du dich hier in die Wirbel deine Zehen reinsteckst und die dann lackierst. So, schauen wir mal weiter zur nächsten Frage. Wie sind wir darauf gekommen, Happy Hippocampus zu gründen? Ja, das ist eine gute Frage. Fabi und ich haben beide in unserem Medizinstudium ausgiebigst Gedächtnistechniken angewandt. Bei mir war es so, dass ich in der Vorklinik hauptsächlich so mit der Geschichtenmethode gearbeitet habe und dann ab der Klinik vor allem auch mit Gedächtnispalästen. Also für mein zweites und drittes Staatsexamen, da habe ich wirklich das Allermeiste, was so auswendig zu lernen ist, mit Hilfe von Gedächtnispalästen gelernt. Und wir haben gemerkt, wie effektiv es ist, diese Gedächtnistechniken anzuwenden. Und wir fanden es einfach so schade, dass zwar manche Leute diese Techniken kennen, also schon mal so gehört haben, aber dass sie so wenig angewendet werden. Und weil wir da eben so viel Erfahrung haben und die Experten sind fürs Gedächtnispalast bauen, haben wir uns gedacht, ja, dann bauen wir doch einfach Gedächtnispaläste für Medizinstudenten. Die können sich dann die Paläste angucken in Form von Videos und danach können sie dann den Lernstoff. Und falls du unsere Lernpakete noch nicht kennst, schau auf jeden Fall mal auf www.happyhippocampus.com vorbei. Da haben wir geniale Lernpakete mit Merkvideos für dich zusammengestellt und diese Videos, die guckst du oft einmal an und kannst danach schon die Lerninhalte. Im Moment ist hauptsächlich Biochemie drin und Anatomie und wir haben das mit ganz viel Liebe zum Detail gemacht und schau da mal vorbei, schau mal, ob das was für dich ist, ob du auch auf die neue, schlaue Art lernen möchtest. Die nächste Frage, die wir bekommen haben, war, wie kann ich neben dem Lernen meinen Stress reduzieren? Und es ist eine sehr gute und finde ich auch sehr wichtige Frage, weil ja gerade das Medizinstudium echt fordernd sein kann und wenn man nicht aufpasst, dann kann man sich da wirklich ganz schön rein stressen und zum Teil auch echt kaputt machen. Und was ich dir da empfehle, um einen guten Ausgleich zu haben neben diesen ganzen Lernen und neben diesen ganzen Pflichtsachen, sind Entspannungstechniken und da kann ich dir von Herzen Meditation empfehlen zum Beispiel. Du kannst aber auch autogenes Training machen oder einfach mal bei YouTube eingeben, Meditationen und dann kannst du da so geführte Meditationen machen. Und ich kann dir empfehlen, dir da wirklich jeden Tag ein paar Minuten Zeit zu nehmen. Fang am besten klein an, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du dabei bleibst. Du kannst zum Beispiel jeden Morgen dich hinsetzen und wenn es nur 3 Minuten oder 5 Minuten sind und auf deinen Atem achten oder bewusst deinen Körper spüren. Und das wird dir einfach helfen, mehr im Hier und Jetzt wieder anzukommen, weil wenn wir in diesem Lernstress und ja, in diesen ganzen Gedanken drin sind, dann sind wir ja immer irgendwo anders in der Zukunft, da wo dann die Prüfungen sind, aber oft ja nicht im Hier und Jetzt. Und das ist auch ein Tipp, den ich dir mitgeben kann, gerade wenn überfordernde Zeiten irgendwie kommen oder wenn Zeiten kommen, wo du viel zu lernen hast, wo viele Prüfungen anstehen, dann hol dich immer wieder zurück in den jetzigen Moment, ins Heute. Und jetzt, heute ist nur das zu tun und zu lernen, was heute auf deinem Lernplan oder auf deinem Stundenplan steht. Und das, was dir dein Verstand da erzählt von den ganzen Prüfungen und oh Gott, oh Gott, oh Gott, was da alles kommt dann in der Zukunft, das ist gar nicht real, das ist gerade ein Bild im Kopf. Also hol dich immer wieder zurück ins Jetzt, ins Heute und mach das, was du jetzt, heute als nächstes tun kannst. Also immer eine Aufgabe nach der anderen erledigen. Was ich auch sehr wichtig finde, gerade im Medizinstudium, wo es, glaube ich, schon so ist, dass man sich öfter mit anderen vergleicht, ist, dass du schaust, was dir gut tut. Also egal, ob es darum geht, wie viel du lernst am Tag oder welche Veranstaltungen du besuchst oder wie du dein Leben strukturierst, schau, was dir gut tut und schau nicht, wie viel andere lernen oder was andere für Noten haben oder ja, was weiß ich.
Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und noch ein Tipp, der mir auch sehr geholfen hat, ist, dir immer wieder bewusst zu machen, wie unwichtig eigentlich diese ganzen Sachen sind, ja. Jetzt im Moment schaut es vielleicht alles mega wichtig für dich aus. Diese Prüfungen, die als nächstes anstehen und vielleicht das Physikum und es wirkt alles so groß und so wichtig. Aber wenn du dich mal rauszoomst, ja, wenn du vielleicht nur dir so vorstellst, wie du wegzoomst von der Erde und dann den ganzen Erdball siehst, dann siehst du vielleicht wieder, wie klein und unwichtig eigentlich diese ganzen Prüfungen sind. Und versuch dann auch mal, dich auf das Wichtige und Wesentliche zu konzentrieren. Das Wichtige ist, dass du gesund bist, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du genug zu essen hast, dass dir warm ist, dass hier kein Krieg in Deutschland ist und das rückt das Ganze auch wieder in eine bessere Relation. Last but not least haben wir die Frage bekommen, wie lange braucht man circa, bis man alles für den Med-AT gelernt hat? Reichen da 6 Monate aus? Und erstmal vorab, es ist sehr individuell, also ich kann da nicht pauschal sagen, also so und so viel lernst du und dann wird es alles super. Also das hängt natürlich davon ab, zum einen, wie ist dein Vorwissen? Im MedAT werden ja zum einen Wissen und zum anderen kognitive Fähigkeiten getestet. Und da hängt es dann natürlich davon ab, wie viel Vorwissen hast du, wie gut bist du vielleicht im kognitiven Bereich aufgestellt. Und daraus ergibt sich dann, wie viel Vorbereitung für dich nötig ist. Und aus dem Bauch heraus habe ich sofort gesagt, ja, also 6 Monate sind wahrscheinlich mehr als genug, um sich für den MedAT vorzubereiten. Denn selbst im Medizinstudium habe ich für meine größte Prüfung, ich glaube, 4 Monate nur gelernt. Und natürlich kommt es aber auch darauf an, wie viel du pro Tag lernen möchtest, wie viel du pro Tag üben möchtest. Also wenn du jetzt sagst, ach, ich will es eher entspannt angehen, jeden Tag 1, 2, 3 Stunden, dann brauchst du natürlich eine längere Vorbereitungszeit, als wenn du sagst, boah, ich setze mich jetzt jeden Tag 5, 6 Stunden hin oder noch länger. Erfahrungsberichten zufolge und demnach, wie ich die Aufgaben einschätze, würde ich sagen, bist du gut dabei bei 2 bis 5 Monaten Vorbereitungszeit für den MedAT. So, das war's, ihr Lieben. Ich habe hoffentlich alle eure Fragen beantwortet. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib sie hier in die Kommentare, schreib sie unter unserem heutigen Instagram-Post und dann hoffe ich, dass wir dir auch im nächsten Video wieder weiterhelfen können. Bis dahin, mach's gut. Ciao.